wunderschönen Mittwoch, meine Macher. Tag 73, wenn ich mich nicht täusche, der Challenge. Mal wieder hier. Gestern, vorgestern brav trainieren gewesen. Heute hat es mich ein bisschen zart. Sehr müde, erstmal ordentlich in die eiskalte Dusche gehüpft und mein Portfolio gecheckt. Bitcoin ist immer noch über den Allzeithoch schon drüber. Also meine Zukunftspläne gehen ganz langsam auf. Mein Stinger kommt ein bisschen näher und jetzt möchte ich noch einen dementsprechenden Körper haben. Ja, und fürs Mindset auch jeden Tag Buch lesen und Lieder schreiben und Dinge. Wir uns verächtlich die Fahrt. Damals noch Power Ranger, heute nur noch Power Patrol. Damals noch Jojo spielen, im Sommer gab es Spritzpistolen. Damals noch Gameboy spielen, Tetris war ein Mega-Hit. Damals noch Hefte sammeln, Bravo mit die Maus und Limit. Damals noch Schreibmaschine, heute nur mehr Tastatur. Heute nur mehr Smartwatch, damals gab es noch ne Flickflagur. Damals noch Kaugummi-Automat, damals Matador. Damals Betonnerwetter, Blitz, jeder der drängelte vor. Sag, 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 was? Ja, was ist bloß geschehen? So da, die Treppen zum Erfolg, Leute. Oh, jetzt habe ich überhaupt vergessen. Letzte Übung zum Aufnehmen, aber es ist scheißegal, Alter. Noch einmal ordentlich Bank drücken, macht es zum Versagen. Geil. Heute mit drei Leuten gequatscht, ja. Super. Ein alter Pensionist, sicher schon über 70. Jeden Tag da. Am Anfang nur Smalltalk. Jetzt haben wir schon über die Arbeit geredet und was er so macht. Und er freut sich immer, wenn er mit irgendjemandem redet. Und das freut mich auch. Immer respektvoll drin. Weil da hier steht mein Traum. 5 Liter. Wahnsinn. Ja. Also wenn Krypto weiter so läuft, wäre das zum Greifen nah. Let's go. Schauen wir, was das nächste Jahr so hergibt. Also dann mal heimessen hier und duschen. So, dann meine Macher. Mal wieder Curryhuhn mit Reis. Gib ihm Protein Gains. Auf geht's. Wir brauchen ja noch immer eine geile Figur für... Nicht für deine Mutter, sondern für deine Art, da ist dann auch das Waffen wieder Leibwand. Lol.